Ich grüße euch Leute und willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Call of Duty World War 2. Mann, was war das für eine letzte Ausgabe gewesen? Kollateralschaden, die Nummer mit den Frau, mit der Frau dort und dem Kind. Ah, das war schon heftig. Mal sehen, was heute passiert. So, die nächste Mission heißt Todesfabrik. Ach du Scheiße. Nach Aachen wird nichts mehr so sein, wie es war. Aber endlich haben wir in Deutschland Fuß gefasst. Das Tor zum Rhein ist offen und es gibt kein Zurück. Für keinen von uns. Na toll. Ihr Hauptziel war das verdammte Hotel, nicht irgendwelche Zivilisten. Wer sagte, das sei ein Rettungseinsatz? Wir dachten, die Zeit reicht, Sir. Soweit ich weiß, hat Turner hier das Sagen, nicht Sie. Gibt er jetzt die Befehle? Nein, Sir, das geht auf mich. Nur auf mich. Wir beide sind schuld. Gut, aber das Letzte, über das ich mir den Kopf zerbrechen sollte, ist, ob zwei meiner besten Männer Befehlen folgen, wenn wir kurz vor der größten Operation des gesamten Kriegs stehen. Denken Sie daran, dies ist die Speerspitze unseres Vormarsches zum Rhein. Wir müssen einen ganzen Wald sichern, damit der Konvoi durchkommt. Von jetzt an akzeptiere ich nur noch Höchstleistungen. Machen Sie Ihre ungehorsamen Ärsche abmarschbereit. Drei Wochen sind vergangen. Wir sind jetzt im Hürtgenwald und sichern ihn für den Konvoi zum Rhein. Ich bin nicht stolz darauf, dass ich erst jetzt einen Brief öffne. Wenn's aus ist, wir sind für dich da, Kumpel. Ich hab dich gewarnt. Streber, lass ihn reden. Sie ist schwanger. Wow! Hey, das ist toll! Sieh an! Daniels wird schon bald zum Daddy. Sie wollte es mir sagen, aber ich war nicht bereit dafür. Okay. Ich hol mir noch einen Kaffee. Kommt schon, ihr Spinner, lasst ihn durchatmen. Aber ich will keinen Kaffee. Ich denke doch. Genau. Ich bin im fünften Monat und habe eine Hoffnung, die man nicht beschreiben kann. Tut mir leid, ich konnte es dir nicht am Tag vor deiner Abreise erzählen. Ich hoffe, der überlebt, ey. Oh. Alle Mann sammeln! Wo ist Daniels? Davis hält eine Rede. Komm schon. Auf dem Weg. Der Hürtgenwald ist düster und nahezu undurchdringbar. Unsere Mission ist das Einnehmen von Hügel 493. Wer den Hügel hält, kontrolliert das Tal. Für unbedeutende Männer mag diese Aufgabe unschaffbar erscheinen. Doch unsere Division hat eine überaus stolze Geschichte. Im Ersten Weltkrieg haben wir als Erste einen deutschen Angriff aufgehalten. Als Erste einen Gegenangriff gestartet. Als Erste den Rhein überquert. Nichts hat uns aufgehalten und nichts wird dies je tun. Lieutenant, sagen Sie ihnen, wofür wir stehen. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ich kann Sie nicht hören. Keine Mission zu schwer, kein Opfer zu groß. Pflichtbewusst. Ganz genau. Bereit machen zum Ausrücken. Die Pflicht zuerst. Zurück ans Werk. Amen, Bruder. Ausrücken in 5. Hey, Daniels, kannst du mir einen Gefallen tun und Willis was zu essen bringen? Er bewacht die Umgebung. Na klar. Vielen Dank. Er bewacht das Tal. Sie haben Pause. Guten Morgen, Soldat. Guten Morgen. Wo ist denn der? Ein Gruß aus der Küche. Nur das Beste, was? Danke, Kumpel. Wie sieht's aus? Sieh doch selbst. Diese Kanonen lassen nicht nach. Das hört nicht auf. Ich hab gehört, ihr greift sie heute an. Das ist der Plan. Viel Glück da draußen. Danke. Haben wir was vor? So. Dann wollen wir uns mal sammeln. Ach, schon cool, so ein Feldlagerleben jetzt hier einfach auch mal so ein bisschen mit aufzunehmen, finde ich gut. Ja, Mann, ich will mich doch einfach mal umgucken. Okay, unser Ziel ist die Zerstörung der Artillerie auf dem Hügel, damit wir den Wald halten können. Zuerst stoßen wir zum zweiten Platoon am Fluss, dann rücken wir aus.
Welche Art von Widerstand erwartet uns? Die schwere Art. Die Brücke wechselt schon den ganzen Tag den Besitzer. Wir helfen ihm bei der Sicherung. Da ist er! Davis hat den größten gepanzerten Konvoi zusammengestellt, den es je gab. Wenn sich die Krauts deswegen nicht in die Hose machen, weiß ich auch nicht. Es ist immer noch eine lange Fahrt zum Reisen. Deshalb müssen wir diese Kanonen ausschalten und sie am Leben halten. Master Verherrscher, ihr seid in der Todesfabrik. Hey, Seth, macht die Kälte deiner alten Wunde zu schaffen? Weil meine Oma... Das wird bestimmt nie einfach. Sehe ich etwa aus wie deine Oma? Jetzt, wo du sagst. Leck mich am Arsch. Kann meine Oma machen. Was für eine schöne Vorstellung. Alle Mann zu mir! Max, wie kommen Sie zurecht? Die Schweine greifen uns dauernd an. Die nächste Welle kann jeden Moment kommen. Okay, erstes Platoon, helfen wir diesen Jungs. Vorrücken, die Front zurückerobern. Verteidigungslinie einrichten. Die Minen aufnehmen und MGs bereit machen. Barclay, Cooper, zur Brücke vorrücken und Bescheid geben, wenn ihr Bewegung seht. Wir müssen diese Verteidigung stärken. Minen platzieren. Sir, ich dachte, wir greifen die Artillerie auf Hügel 493 an. Wir können unsere Linie nicht ungeschützt lassen. Wir rücken zum Sammelpunkt vor, sobald die Brücke gesichert ist. Wenn ich mir die Krater hier... Wo ist er denn? ...wird das nicht leicht. Wir sind doch nicht für die leichten Aufgaben hier. Oh. Seht ihr diese deutschen Panzersperren? Hier kommen unsere Panzer niemals durch. Ja, genau darum geht es. So, wo soll noch einer hin? Traut, komm durch den Nebel! Feuerpositionen! Bereit machen zum Angriff! Sie kommen! Bereit machen! Angriff! Feuer! Alter! Der Feind verbirgt seine Bewegungen! Sie kommen! Feuer! Rückzugsposition! Westliches Brückenende! Rückzug! Ich kann mich nicht bewegen! Er ist tot! Nicht bewegen! Halte durch, Kumpel! Bringt mich in Deckung! Wir gehen auf die Deckung! Halte durch, Kumpel! Feindaktivität! Rüber damit! Echt jetzt? Wo ist denn der Werfer? Deutsche in unserer Nähe! Ich bin erwischt! Daniel, versuch dir noch anzuschicken!
Ja, wo ist denn der Mörser? Da. Naja. Oh, so ein Medipack. Gute Arbeit, Daniels. Mach ich. Erstes Platoon zu mir. Wir kommen, Sir. Gehen wir. Bei mir sammeln. Alle Mann zu mir. Wir teilen uns in zwei Teams auf. Pearson, Sie gehen nach Norden über die Brücke zum Hügel. Ich folge dem Fluss mit einem Trupp, um Ihnen Deckung zu geben. Treffpunkt ist am Fuß von Hügel 493. Wir sehen uns. Ja, sei vorsichtig da draußen. Ja, du auch. Hoffentlich war es eine gute Idee, uns aufzuteilen. Wenn wir die Deutschen über diesen Fluss lassen, würde das die ganze Mission gefährden. Deshalb schützen wir Pearsons Flanke. Wie weit ist es bis zum Sammelpunkt, Sir? Es ist nicht mehr weit bis zum Fuß von Hügel 493. Wir müssen nur dem Fluss folgen. Und wenn das so einfach wäre, ne? Unten bleiben. Wir müssen sie ausschalten, aber wir sind in der Unterzahl. Testen wir ihre Flanken. Sie dürfen uns nicht sehen. Patrouille voraus. Okay, Daniels. Auf ihr Zeichen. Auf mein Zeichen. Feuer! Erstes Platoon, vorrücken! Daniels gibt mit dem Scharfschützengewehr Deckung! Naja, man tut, was man kann, ne? Leute, wo sind denn die? Oh. Scheiße. Munition, Sir! Achtung, Daniels! Alter, das Spiel ist schon geil, ey. Granate! Ich hab Granaten und Rauch! Oh, Scheiße! Scheiße, das ist eine Falle! Oh mein Gott. Scheiße. Ach du Scheiße.
Au, 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 au. Nein, ich werd Papa. Tut das nicht. Steh auf, Red. Ich kenne dich besser als sonst jemand. Daher weiß ich, dass du noch Kraft hast. Du kannst nicht aufgeben. Nicht jetzt oder überhaupt. Paul? Die Deutschen sind gleich hier. Zeig mir, was du drauf hast und steh auf. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Musst du aber, Red. Hazel braucht dich und dein Kind auch. Jetzt steh auf. Okay. Ganz genau. Du warst nie jemand, der aufgibt. Ich glaub an dich, kleiner Bruder. Paul. Was ist eigentlich mit dem Bruder passiert? Dein kleiner Bruder. Ach, der ist auch Häme, okay. Ach, scheiße. Briggs. Gott. Ich muss den Sammelpunkt finden. Ja. Oh mein Gott. Ich bin... Scheiße. Ehen so ein Schlag reicht, ne? Was war das? Ziel gesichtet. Was? Hoffentlich waren das alle von ihnen. Ja, ich glaub's irgendwie nicht. So, wo soll ich denn eigentlich hin? Hier bin ich durchgekrochen, ne? Ah, okay. Nein. Ihr Mistkerle. Macht's nicht so einfach hier, der Nebel. Ich hab wohl nicht mehr so viel Munition, ne? Turner. Wo ist Turner? Hier lag doch irgendwo eine Waffe. Bewegung! Der Sammelpunkt ist in der Nähe. Unsere Jungs können Hilfe gebrauchen. Verstanden, Sir. Wo kommt er jetzt auf einmal her? Öffnen Sie die Tür. Ich gebe Deckung. Sieht so runtergekommen aus, um Schutz zu bieten. Wurde vermutlich aufgegeben. Ob sie wohl zurückkommen? Hoffentlich nicht in naher Zukunft. Haben Sie da draußen unsere Jungs gesehen? Nein, Sir. Auf
Hoffentlich haben sie es bis zum Sammelpunkt geschafft. Hören Sie. Wasser. Der Fluss muss ganz in der Nähe sein. Ich hoffe, unsere Jungs haben Schutz vor der Artillerie gefunden. Wir werden ihnen helfen. Keine Sorge. Da ist der Fluss. Wir müssen ihm nur zum Sammelpunkt folgen. Und dann diese Kanonen zum Schweigen bringen. Unten in diesem Bunker. Wir müssen ihn rauslocken. Unten bleiben. Mir nach. Habe ich aber einen verpasst gekriegt jetzt. Kopf runter! Ist klar. Er hat einen von uns. Lass uns überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Hilf mir doch jemand! Ich kann mich nicht bewegen! Bitte, hilf mir! Scheiße. Wir ziehen sie rein. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Wow! So, hilf mir doch jemand! Ich hab gedrückt! Ich sterb jetzt! Ich wusste es. Was soll denn die Scheiße? Er hat einen von uns. Lass ihn überprüfen. Vielleicht können wir ihn erreichen. Komm. Durchhalten. Wir schnappen ihn uns. Wir müssen uns beeilen. Bitte, Alter. Du wirst es schaffen. Bringt mich in Deckung. Versuchen wir ihn von hier aus zu überraschen. Ich lenke sein Feuer auf mich. Sie kümmern sich um ihn. Ja, was tust du? Ich habe richtig. Schnell genug. Richtig viel Energie. Und er ist trotzdem down, ey, du ahnst es nicht. Ich gebe ihm Deckung. Er ist nicht allein! Gibt's hier irgendwo mal ein Medipack? Hä? Oh, hab ich mich erschrocken. Ey, so ein Medipack? Krieg mal das hier mal hin? Der Bereich ist gesichert, aber dieser Soldat hätte nicht sterben müssen. Bewegung. Alter, wieso sagst du? Hoffentlich haben unsere Jungs ihn heil erreicht. Ich hab's doch versucht mit dem Soldaten. Schüsse! Unsere Jungs müssen in der Nähe sein. Bewegung! Verstanden, Sir.
Es geht vorwärts, Leute. Oh. Alter. Scheiße! Ich häng fest! Scheiße! Ja, ich hab ein Problem. Scheiße! Ich mach das jetzt von hier. Ja. Ich brauche Munition, Sir. Da oben ist einer drin. Ach, das MG. Ich habe keine Energie. Viel zu spät. Granaten und Rauch, Daniel. Kann ich gebrauchen. Oh Mann, ey. Vor allem das alles jetzt nochmal. Ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Dieses beschissene
Diese beschissene Scheune. Okay. Gut. Kommt er jetzt her? Schmeiß eine Granate! Her damit! Oh Leute, ihr glaubt gar nicht, wie mir das hier auf den Sack geht. Ey, muss ich jetzt hier wieder? Das kann doch jetzt hier langsam eine Wahr sein. Ich gehe jetzt mal über rechts. Mir geht das hier auf den Sack. Scheiße. Alles okay? Ja, alles wieder gut. Ich hab keine Moon. Ja, bereit für Munition. Wo kam er her? Das war der letzte von ihnen. Gut gemacht, Daniels. An der Brücke sammeln, Männer. Wir besetzen die Mühle als Stützpunkt. Wenn ja, Pierce hier eintrifft, rücken wir zum Sammelpunkt vor. Bin auf dem Weg, Sir. Nicht noch eine Brücke. Warum haben wir das gleich so gemacht? Yeah.
Alter! Oh Mann! Ey Leute, ich weiß nicht, entweder stelle ich mich heute extremst doof an. Wo ist denn der andere? Oh. Alter! Schmeiß eine Granate! Hat hier keiner mal Moon? Ich könnte Munition gebrauchen, Sir! Scheiße! Werf eine Granate! Wir haben sie zurückgeschlagen. Wachsam bleiben. Wir warten auf Pearson und rücken dann zum Sammelpunkt vor. Miles, Daniels, zu mir. Das war jetzt echt nicht ohne die Mission. Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Skiles recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot in der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn es dich interessiert... Also mich täte schon mal interessieren, um ehrlich zu sein. Unsere Mission lautet, die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer. Oha, Bitchfight, Leute. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich war irgendwie nicht so einfach heute, oder? Heute ist einfach nicht mein Tag, man weiß es ja nicht. Manchmal ist es einfach so. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder vielmals, dass ihr dabei wart. Und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.